Hallo und willkommen zur Demonstration des virtuellen Mathe-Labores. Wenn man so an seine Schulzeit zurückdenkt, dann wird man feststellen, dass man jegliche dreidimensionale Dinge, die man gelernt hat, immer nur auf zweidimensionalen Oberflächen zu sehen bekommen hat. Man hat dann sein Koordinatensystem mit allen drei Achsen und ein bisschen Geometrie dann eben halt nur auf der Tafel zu sehen bekommen, welche eben nur ein zweidimensionales Bild darstellen kann, genauso wie Lehrbücher. Damit Studenten und Schüler eben eine bessere Perspektive auf Dinge der linearen Algebra bekommen, gibt es eben das virtuelle Mathe-Labor nun dafür. Und mit Hilfe des Head-Mounted Display, Oculus Rift, also eine Virtual Reality Brille, kann man dann hingehen zu den Koordinatensystemen und eben einen genauen beziehungsweise auch einen tiefen Einblick in die Lage dieser Geometrieobjekte bekommen. Na, auch beispielsweise, wie eine Ebene eine Kugel schneidet. So, nun kommen wir zu den eigentlichen Besonderheiten des Mathe-Labores, vor allem was es eben kann. So, wir haben hier unser großes Koordinatensystem. Und wir haben drei Werkzeuge, mit denen wir arbeiten können, um das Koordinatensystem zu bestücken und zu verändern. Zunächst haben wir hier die Geometry Unit, mit der wir Geometrie erstellen, speichern, laden und modifizieren können. Dann gibt es noch die Computing Unit, mit der können wir verschiedene Berechnungen durchführen. Zum Beispiel können wir Schnittgebilde berechnen. Dann gibt es noch die Visualization Unit, mit der wir nach unserem Wunsch noch Geometrie verändern können. Also eben auch da auch noch das Koordinatensystem. Wir können uns einfärben, wir können Transparenz verändern und Größen. Gut, fangen wir mal an, indem wir einen Punkt in unser Koordinatensystem einzeichnen. So, die Koordinaten sind bei 1 auf der x-Achse, welche rot ist, bei 2 auf der y-Achse, welche grün ist, und bei 3 auf der blauen z-Achse. So, jetzt wird Zeit für einen zweiten Punkt. Den setzen wir mal bei minus 1, 5 und minus 2. So, das ist hier oben der Punkt. Nun können wir gucken, was wir mit diesen zwei Punkten anstellen können, wenn wir die Computing Unit zu Hilfe ziehen. Zum einen können wir uns berechnen lassen, wie groß die Distanz zwischen diesen beiden Punkten ist. Und wir können uns eine Gerade einzeichnen lassen, welche auf diesen zwei Punkten basiert und welche hier als parametrische Gleichung angegeben ist. Und wie zu erwarten, schneidet diese Gerade beide Punkte. So, kommen wir nun zu einem weiteren Beispiel. Dazu laden wir zwei Geraden. Augenscheinlich schneiden diese Geraden sich. Dies können wir überprüfen mit der Computing Unit. Dazu wählen wir jetzt beide Geraden aus. Gucken, was wir uns berechnen lassen können. So, die Computing Unit, die berechnet uns einen Schnittpunkt, der bei 3,2,2 liegt. Den können wir uns auch einzeichnen lassen. Dann können wir sehen, das ist genau auf dem Punkt drauf. Und dann können wir noch gucken, ob die Geraden senkrecht zueinander sind, diese parallel sind, und dann können wir noch, eben wenn ein Schnittpunkt vorliegt, uns eine Ebene erstellen lassen. Und die Distanz beträgt dann hier in diesem Fall natürlich nur, weil ein Schnittpunkt natürlich vorliegt. Ansonsten können wir gucken, wie groß die Distanz zwischen diesen beiden Geraden wäre. Also. So, und wir können auch noch sehen, dass eben diese Ebene, beziehungsweise die Geraden, genau in dieser Ebene liegen. So, dann wollen wir mal bis auf die Ebene alles löschen. Und fügen nun eine Kugel hinzu, die bei 1,5 auf der y-Achse liegt und einen Radius von 3 hat. So, jetzt können wir noch, um das Ganze noch ein bisschen anschaulicher zu machen, zur Visualization gehen und färben diese Kugel mal grau ein. Und währenddessen können wir auch noch die Größe der Ebene erhöhen. So, und dann wollen wir mal gucken,
was uns tatsächlich hier berechnet werden kann. Also augenscheinlich sieht es so aus, als wenn die Ebene die Kugel schneidet. Und dies können wir mit der Computing Unit jetzt noch überprüfen und im Falle eines Schnittgebildes veranschaulichen. Zunächst können wir überprüfen, ob es einen Berührungspunkt gibt. Den gibt es nicht, aber es gibt eben den Schnittkreis. Der liegt bei 1, 2, 5 und 0, 2, 5. Und der Radius liegt bei ungefähr 2,4. Und wir können das hier uns jetzt schön genau betrachten, wie dieser Schnittkreis tatsächlich im Koordinatensystem liegt. So, nun kommen wir noch zu weiteren Beispielen. Wir können daher jetzt auch diese Geometrie löschen und laden eine Gerade und eine Kugel, welche sich berühren sollen. Das, ungefähr kann man erahnen, da kann es einen Berührungspunkt geben. Und den können wir uns auch berechnen lassen. Der liegt bei 746. So, und das letzte Beispiel erfordert die gleichen Protagonisten, aber an unterschiedlichen Orten. Und zwar eine Gerade, die eine Kugel schneidet. Und dessen Schnittpunkte lassen wir uns berechnen und direkt einzeichnen. Damit wir es ein bisschen besser sehen können, können wir noch schnell die Kugel, ich sag mal, weiß färben. So. Können wir genau sehen, wo die Schnittpunkte liegen. So, das ist erstmal alles zu dieser Demonstration. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken und ich wünsche euch viel Freude beim Experimentieren mit dem virtuellen Mathe-Labor.